willkommen zur Pressekonferenz vom Kassel-Spiel am Sonntag, heute zwei Tage vorher. Dirk, das Spiel hat in Elversberg gerade aufgearbeitet, das nächste Spiel steht schon vor der Tür. Wie sind die Jungs aus dem Spiel rausgekommen? Ja, ich glaube, so im Nachhinein doch dann alle einverstanden mit dem Unentschieden. Meine ersten Eindrücke direkt unmittelbar nach dem Spiel war schon so ein Stück weit auch enttäuschend zu spüren innerhalb der Mannschaft. So habe ich es zumindest wahrgenommen, ob es letztendlich so war, glaube ich jetzt auch nicht. Aber wir haben schon die Hoffnung gehabt, so wie wir in jedes Spiel reingehen, dass wir auch Spiele gewinnen wollen im Vorfeld. Und mit Sicherheit wäre es auch möglich gewesen in Elversberg, wenn man die erste Chance benutzt hätte. Unterm Strich geht es aber jetzt darum, das Thema ganz schnell beiseite zu legen, weil halt jetzt übermorgen schon wieder das nächste Spiel ansteht. Dementsprechend sind wir schon wieder fokussiert auf Kassel. Ganz andere Mannschaft, sehr junge Mannschaft. Der Insolvenz ganz, ganz viele Spieler auch aus den eigenen U19 hochgezogen. Eine Mannschaft, die ähnlich wie im letzten Jahr agiert, sehr mannorientiert über das ganze Feld spielt, fast ein 1 gegen 1 über den ganzen Platz spielt, viele lange Bälle. Da müssen wir uns jetzt drauf einstellen, das werden wir in den nächsten ein, zwei Tagen. Und dann werden wir mit Sicherheit auch hoffentlich fußballerisch wieder anders das Spiel gestalten können, als es in Elversberg in der Lage war, wo der Gegner halt extrem auch dafür gesorgt hat, dass wir nicht ans Fußballspielen kamen. Und da müssen wir natürlich auch eine Schippe drauflegen, dass wir auch mehr dafür tun, wirklich unsere fußballerischen Dinge dann auch wieder einzubringen. Ansonsten wird es nichts Neues geben. Der Kevin wird aufgrund seiner Kopfverletzung heute mit dem Training pausieren, sicherheitshalber, eine leichte Gehirnerschütterung, ist aber nichts kaputt. Und dann werden wir morgen sehen, im Abschlusstraining wieder dabei sein können. Okay, danke Dirk. Marco, Mittwoch sicherlich ein besonderes Spiel gewesen für dich. Jetzt am Sonntag kommt Hessen Kassel, was erwartest du da? Der Trainer hat es schon angesprochen. Ich denke, die haben Ausrufezeichen gesetzt mit dem Heimsieg gegen Waldhof Mannheim. Kassel ist immer eine sehr unangenehme Mannschaft. Wie gesagt, sehr mannorientiert, viele lange Bälle, viel mal auf die zweite Bälle auch. Das machen die richtig gut und die kommen halt hierher und haben nichts zu verlieren. Aber ich bin sehr zuversichtlich, wenn wir an unsere Leistungsgrenze gehen, dann werden wir am Sonntag die drei Punkte hier ins Auge bringen lassen. Danke, Marco. Eure Frage. Wie war das wieder im Training? Wie war das denn? Nein, das ist nicht im Training. Das ist gestern das erste Mal gelaufen. Gestern mit Maske da. Ja. Aber das ist für sich mal ein paar Runden gelaufen. Ein paar Bälle gespielt mit dem Rossi an der Seite. Ja, ich denke, da werden wir jetzt die Tage nutzen, auch bis zum Montag. Würde uns, denke ich, mal eine Rückmeldung geben, ob wir dann mit der Maske auch wieder ins Training einschalten können. Wenn du so die einzelnen Mannschaftsteile dir anguckst, ist etwas beim Spiel zum Maßstab. Also die Hintermannschaft ist schon wesentlich weiter, glaube ich, als die Offensive. Also da die Baustelle vorne, wenn du assistieren würdest, wahrscheinlich größer als die Hintermannschaft. Finde ich jetzt nicht. Also ich würde es jetzt nicht nach zwei Spielen da schon so festmachen. Also ich glaube, wir haben in rund vier Tore gemacht. Das spricht eigentlich nur Offensive. Haben jetzt 0-0 gespielt. Das spricht auch dafür, dass wir als Mannschaft auch in der Lage sind, zu verteidigen. Und ja, das hast du direkt nach dem Spiel gesagt. Ich glaube, Elversberg hat auch sehr, sehr viel dafür getan, dass wir nicht ans Spiel kommen, dass wir nicht zu Tormöglichkeiten kommen. Und andersrum war es genauso. Und ja, dann kommen halt mal so Spiele zustande, wo halt jetzt nicht jede Mannschaft 700-800%ige Torschancen hat. Wenn du in der Defensive so gut organisiert spielst und so auch diszipliniert spielst. So. Ja, wie gesagt, dann nehmen wir auch die Stürmer mit rein. Ja, die Stürmer müssen mit verteidigen, genauso wie ich erwarte, dass auch in der Defensive die Spieleröffnung offensiv, gedanklich offensiv ausgetragen wird und eingeleitet wird. Nö, würde ich jetzt nicht so beschreiben. Wie ist denn die Frische der Mannschaft? Kassel hat jetzt, ich weiß nicht, ob die vielleicht ein Pokalspiel oder so haben, aber glaube ich kein Ligaspiel gehabt, also keine ähnliche Woche. Das Derby ist jetzt zwar so wahrscheinlich auch ein bisschen in die Substanz gegangen, weil ging es da auch irgendwie was zu verändern? Also eins ist klar, wir werden mit Sicherheit heute den Tag noch nutzen, um weiter den Akku aufzuladen. Dementsprechend werden wir auch nicht viel machen heute. Aber es wird auch mit Sicherheit sein, dass die eine oder andere Veränderung da sein wird. Das ist klar. Und wir können ja nicht davon reden, dass wir einen breiten Kader haben, um immer wieder mal auch die Qualität zu haben, zu wechseln.
Und ich denke, gerade in der englischen Woche wäre es dann fahrlässig, wenn du das dann nicht anbringst. Also wir müssen schon sehen, dass die nötige Frische natürlich trotzdem die nötige Qualität auf dem Platz ist. Wird auch mit Sicherheit nicht so sein, dass jetzt die Positionen änderst, aber wir werden schon genau hinschauen, wo macht es Sinn, wo macht es keinen Sinn, wo kann man neue Frische brauchen, wo brauchen wir die Frische auch und wo haben wir trotzdem dann auch die Qualität hin. Wird dann auch der Martin Dausch zum Zug kommen? Der hat ja doch sehr auffällig gespielt in den beiden bisherigen Spielen. Martin ist mit Sicherheit einer der Spieler, der jetzt alternativ dazu vorgesehen ist, dass man da mal eine Veränderung vornimmt. Ja. Und ob es dann wird, werden wir noch sehen. Aber Chancen liegen schon noch.